Jo, Freunde, willkommen zu was absolut geilem, hoffe ich zumindestens. Und zwar Forspoken. Ja, seit ich das Teil irgendwie das erste Mal irgendwie so gesehen habe, war ich mir gleich begeistert davon und dachte so, ja, unbedingt. Deswegen habe ich gleich direkt irgendwie den Launch verpasst, irgendwie um fast eine Woche, aber scheiß an. Ja, das Ding ist, ich spiele ja halt hier in 4K und so. Und selbst mit einer 3090 schafft man es irgendwie nicht scheinbar, konstante 60 FPS bei halt, ja, Ultra-Settings und so zu spielen. Also, ja, Zeit für eine 4090. So, neues Spiel. Jo. Ich habe halt schon mal kurz reingeschaut, aber wirklich irgendwie nur ganz kurz. So, ich hoffe halt wirklich, dass es absolut geil ist, so wie ich es mir vorstelle. So, was haben wir da? Wähle den gewählten, gewünschten Schwierigkeitsgrad aus. Deine Auswahl hat keinen Einfluss auf den Verlauf der Handlung. Du kannst sie zudem jederzeit im Menü Einstellungen ändern, außer während eines Kampfes. Jetzt eh klar. So, Fokus auf die Story. Das wird wahrscheinlich ganz easy sein. Erkundung der offenen Welt wird wahrscheinlich so normal sein. Empfohlen für Spieler, die gerne jeden Winkel der Spielwelt erkunden. Und anspruchsvolle Kämpfe, ja, für Erfahrene. Nachdem ich aber echt keine Ahnung habe, was da irgendwie abgeht, machen wir einfach normal. Falls es irgendwie zu schwer wird, können wir es ja eh ändern. Und falls es zu leicht ist, können wir es auch ändern. Wir haben etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Wie Familie, Freunde, wie Werte oder Heimat. Ganz egal, wer du bist, manche Sachen musst du einfach beschützen. Und ich finde es schon so mega geil aus, obwohl ich noch nicht viel gesehen habe. Was tust du, wenn die Welt sich gegen dich wehrt? Jetzt weiß ich's. Ich wünschte, ich könnte zurück und es mir erklären. Aber ich war dafür gar nicht bereit. Ich glaube, das sind wir. Dezember in einem Gerichtsgebäude in New York. Im Verfahren das Volk des Staates New York gegen Alfred Holland. Die Anklage lautet versuchter Großdiebstahl. Sie plädieren? Nicht schuldig, euer Ehren. Verstehe. Nehmen Sie ihr die Handschellen ab. Meine ehrlich, das schaut schon wirklich gut aus, oder? Also, bevor wir beginnen, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie nicht zum ersten Mal das Gesetz gebrochen haben. Ja, darfst du. Egal. So, was haben wir da Schönes? Das linke Dokument, das mittlere und das rechte Dokument lesen. Ja, fangen wir mal links an. Abschlusszeugnis. Das habe ich lange nicht gesehen. Unser Strafakt, ha? Einfacher Diebstahl, schwerer Diebstahl, Hausfriedensbruch. Naja. Ist ja nichts. 20 Jahre sind wir alt, okay. Oh, Babyfoto, ha? Toll, so in alten Zeiten zu schwelgen. Warum sind Sie hier, Frey? Schwerer Diebstahl? Soll das Ihr Weg sein? Nein, aber das Geld war für... Vergessen Sie's. Irgendwann müssen Sie endlich Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen. Irgendwann einmal, ja. Haben Sie vom Gewohnheitsverbrechergesetz gehört? Es heißt auch Drei-Verstöße-Gesetz. Ich habe doch nie jemandem Leid zugefügt. Nur sich selbst. 2 Vorstrafen wegen Diebstahls. Heute mitgezählt sind wir dann insgesamt bei 3. Dafür sitzen Sie unter Umständen ziemlich lange ein. Sie sind so voller... Potenzial? Ich könnte so viel mehr erreichen. Ich habe mein ganzes Leben vor mir. Ich wollte sagen, du bist so voller Wut und Verbitterung, dass ich nicht weiß, ob du je irgendetwas erreichen wirst. Oh. Hand aufs Herz. Aber, weil wir bald Weihnachten haben, werde ich dir ein frühzeitiges Geschenk machen. 10 Jahre. Wehe, du vergeudest es. Ich lasse dich gehen mit der Auflage, dass du 120 Stunden Sozialdienst leistest. Danke. Sie werden es nicht bereuen. Wenn wir uns je wiedersehen, bin ich nicht so milde. Kapiert? Okay. Gut. Kannst gehen. In God we trust, ha? Huh? Steht da hinten.
Frey? Einen Moment. Alles Gute im Voraus. Ja, yeah, wir sehen uns bald wieder. Es ist nicht zu spät, dein Talent zum Wohle anderer zu nutzen. Bis nächste Woche. Achso, einer muss ich dann irgendwie noch sagen. Das ist total übertrieben. Das Spiel, ich habe es mir halt so online gekauft, ja. 121 GB zum Runterladen, ja. Und die Standardversion kostet 80 Euro und die Deluxe-Version kostet 105 Euro. What the fuck, ey. Das war knapp. Die Richterin hat mir den Arsch gerettet. Aber ich hoffe, es lohnt sich. Nur einmal. Und nein, ich habe nicht die Deluxe-Version. Es gibt dann irgendwann, gebe ich einen DLC irgendwann einmal oder so, keine Ahnung. Hey, hallo Sie, Ihr Handy. Du liebe Zeit. Danke Ihnen vielmals. Schon okay. Passiert jedem Mal. Macht 10 Euro. Meine Rettung, im Ernst. Frohe Weihnachten. Ah, frohe Weihnachten. Ja, wir haben Jänner. Egal. Ich muss nach Hause zu Homer. Die Arme braucht ihr Futter. Eine Katze mit blauen Augen. Namens Homer. Nice. Ein ganz normaler Tag. So, jetzt muss ich schauen. Das Geile ist, sogar meine RGB-Tastatur stellt sich da irgendwie auf so violett-weiß irgendwie die ganze Zeit ein, aber hey. So, Spielsysteme. Aufgabenliste im Notizbuch. Eine neue Aufgabe wurde hinzugefügt. Im Menü unter Notizbuch findest du eine Liste der aktuellen Aufgaben. Werfe einen Blick darauf. Bestätigen. Ta. So, kehre in deine Wohnung zurück. Kapitel 1. An dem, was die Richterin gesagt hat, war zwar was dran, aber ich kann nicht einfach ändern, wer ich bin. Und wenn ich noch einmal geschnappt werde, ist mein Leben vorbei. Tja, deswegen nicht schnappen lassen, ne? Deshalb muss ich auch schleunigst aus der Stadt verschwinden. Aha. Ich muss schleunigst nach Hause. Okay. Ich meine, schon übertriebenst schön. Ha, so, ich weiß jetzt nicht, ob man das gerade sieht. Wieso ist mein Ding weg? Ich will wissen, wie viel. Jo. Ich habe eigentlich versucht, gerade mal mein Nvidia-Menü zum Einblenden, wie viel FPS ich habe. Das Heftige ist auch, scheiß RTX 3090 gönnt sich gerade leckere 400 Watt. Na gut, ist eh wurscht. Strompreisbremse in Österreich, sei Dank. So. Mein heftig, ha? Das für ein Teil. Echt schön. So. Ich hasse diese Kälte. Ich muss schnell ins Warme. Kann ich da rein? Nein, schon mal nicht. Hoffentlich sehe ich nie wieder ein Gerichtssaal von innen. Tja. Oh Scheiße, über Roti laufen, ha? Hallo. Bye. Oh, fuck. Ich kauf nichts. Oh, Frey. Dachtest, wir finden dich nicht. Hey, Lisa. Lisa? Echt? Dachte, sie wäre Lisa. Das ist Chrissy. Schade. Homer und Lisa? Ganz ehrlich, du siehst für mich eben nicht aus wie eine Lisa. Oh. Wo ist das? Ich hab's nicht, okay? Es gab Komplikationen. Ich hab nicht vor, beim Autoclown erwischt zu werden, aber ist halt so. Ich will keine Komplikationen. Du bewegst dich auf Glatteis. Tja, das höre ich heute nicht zum ersten Mal. Hör doch mal auf, mich zu schlagen. Die Karre. Wieder. Ist nicht so einfach. Die Bullen haben sie. Was ist überhaupt das Tolle an der Karre? Das geht dich überhaupt nichts an. Der Boss, Mr. Giggen, ist wirklich übel drauf. Also hol das scheiß Ding wieder. Sonst geht's einer von uns an den Kragen. Darf ich sagen, wem? Echt witzig. Gleich liegst du tot in dieser versifften Gasse und ich sag dir eins. Niemand wird dich vermissen. Niemand. Okay. Okay, du sagst dem Boss, Mr. Chicken. Giggen. Giggen. Giggen! Okay, Giggen. Giggen! Ich
Chief Wiggum, ha? Ich könnte ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber schau, ich schieße ihm was vor. Geh mir aus dem Weg, verdammt, los! Aus dem Weg! Verdammt, nein! Warte nur, du kleine Rotzgehöre, wenn ich dich erwische, erlebst du dein Glaube. Na, sehr sportlich, ha? Jawohl, genau meins. So, flee vor der Gang. Gameplay, Flucht vor den Mitgliedern der Gang. Wenn du nicht schnell genug bist, wird die Gang dich einholen. Mit Shift kannst du rennen und mit Leertaste springen. Nutze diese Fähigkeiten, um deine Verfolger abzuschütteln. Bestätigen. Sprung! Okay, Kamera kann ich irgendwie nicht. Sofort zurück, Frey. Jetzt gibt's kein Zurück. Sprung. Sprung. Ah. Oh. Alles noch dran? Oh shit, ich hab's eilig. Tut mir echt leid. Ja, ja. Ich muss echt einen Ausweg finden. Okay, wohin, ha? Huh? Wo zum Geier steckst du, Frey? Weglaufen ist zwecklos, hörst du? Nee. Vielleicht nehme ich besser die Gasse. So, hat auch keiner mitbekommen. Na, scheiße, schauen wir doch. Oh, wann geben die endlich auf? Auf der Hauptstraße werde ich sie hoffentlich los. Okay. Wirklich was tun tue ich gerade nicht, außer irgendwie wehhalten, aber hey. Sehr gut. Wo ist sie hin? Na? Fuck, jetzt spuck's aus! Wo ist sie hin? Gott. Wir finden dich, Frey! Ja, ja. Du bist tot! Ja, ja. Oma wartet bestimmt schon. Ich sollte rein, bevor mir was abfriert. Gelb und ohne Haare, ja? Betritt deine Wohnung. Oh, mit F, ha? Gibt's keinen normalen Eingang, oder was? Huma, ich bin wieder da. Sogar mit Weihnachtsbeleuchtung, ha? Das Archiv. Im Archiv findest du sämtlichen Lesestoff, auf den du unterwegs stößt, und viele nützliche Informationen, zum Beispiel über die Menschen, denen du begegnest. Du kannst im Hauptmenü darauf zugreifen. Werde ich wahrscheinlich nie machen, oder? Ich finde sogar irgendwie das Menü schon irgendwie geil, das ist keine Ahnung. Sieh dir nützliche Informationen an, die du gesammelt hast. Ja, Charaktere, Ausrüstung, Ressourcen, Gegner. Was haben wir da alles, ha? Ja. Lisa Ortega und Chrissy Robinson. Alfred Frey Holland. Ja. Das sind wir, ha? Was geht bei der Welt? New York City, ha? Führungszeugnis. Ah, das kennen wir eh schon, ne? Okay. So, wo ist er? Wir müssen ihn finden, ha? Er schaut nicht lecker aus, ha? Meaty? Das Zeug schmeckt dir nicht. Ich hab nichts anderes. Tja, ich muss eh nicht essen, ha? Ich frag mich, wo Homer steckt. Okay. What's that, ha?
Achso. Der Holland-Tunnel, wo meine Eltern sich verdünnisiert haben. Tja. Wer will schon so ein Kind haben wollen, ha? Baby an der Straße liegen. Tja. Wenigstens war es nicht der Queens Midtown-Tunnel. Das wäre ein beschissener Nachname. Okay. So, da ein paar Schüchen, ein paar Bücher. Meine treuen Treter. So hübsche Treterchen. Okay, ich kenne zwar niemanden, der seine Schuhe streichelt, aber okay. Kein Ding. So. Was haben wir da? Ein scheiß Buch oder was ist das? Alice im Wunderland. Wer kennt's nicht, ha? Verquerer und Verquerer, rief Alice. Wünschte, ich könnte durch den Kaninchenbau ins Wunderland abhauen. Naja, wer weiß, ha? So, wo ist die fette Katze? Das ist unser Bett, ha? Ist ja nicht sehr gemütlich. Wow, eine Tasche voller Money. Ist das Geld, ha? Endlich kann ich neu anfangen. Wird auch höchste Zeit. Na dann, schnappen wir uns Humor und los geht's. Escape Plan, oha. Get enough cash, take care of. Gigin. Futter für Humor. Und ein Ticket kaufen, ha? Huh? Ja, nicht schlecht. Was sagt das Teil da, ha? Huh? So, können wir genug Geld beschaffen. Ein letztes Mal um den Mist von Gigin kümmern. Futter und Transportbox für Humor. Fahrkarte kaufen. Vom Gleis 9¾ und abhauen. Jo. Gleis 9¾ ist dann das nächste, was wir irgendwie spielen. Oh, da ist er. Hey, Homer. Miau. Sorry, ich coole Augen, ha? Hast du Hunger, ha? Oh. Tja, danke. Aber mein Geburtstag ist erst in ein paar Tagen. Ganz ehrlich, den hätte ich jetzt fast vergessen. Bin so busy in letzter Zeit. Ach tja, weißt du, ich war schwer beschäftigt. Audienzen geben, Drachen töten. Das bleibt unter uns, aber ich bin eine echt große Nummer. Eine Riesennummer. Schmeckt eh, ha? Alle zählen auf mich. Wir verschwinden aus dieser Stadt, Homer. Weg von den ganzen Arschlöchern, dem Müll und den Cops. Ich habe genug Geld, dass wir neu starten können. Ja? Ich verspreche dir, wo wir hingehen, lieben sie Katzen. Sogar eine wie dich. Gott. Ich will endlich frische Luft. Blauen Himmel. Nie mehr davonlaufen. Nie mehr Cops, nie mehr kämpfen. Ja, das wird dann wohl nix. Morgen früh dann hauen wir von hier ab. Naja, wenn du das sagst. Kaum erwarten, von hier weg zu sein. Der nächste Morgen.
What the fuck, ha? Huh? Homer! Los, komm schon, ich zieh raus! Na super. Ja, wo ist die fette Katze, ha? Huh? Erst muss ich Homer finden. Mietz, Mietz, Mietz. Homer! Na los, Kleine! Oh. Ich hab was gehört, aber... Ja. So groß ist ja unsere Wohnung nicht, ha? Huh? Oder ist er, ha? Huh? Homer! Ach, ein Glück. Wir müssen hier raus, schnell! Nein, nein, nein! Ja. Hätt's mal mitgenommen in die Tasche, ha? Fuck die Tasche! Ab durchs Fenster! Mann! Tja, ich wollte sie gleich mitnehmen. Aber nein! Oh. Found you, ha? Huh? 1-0 für euch. Tja, wenigstens blauen Himmel, ha? Und die Muschi lebt auch noch. Das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Scheiß auf die Kohle. Tja, jetzt haben wir nicht einmal mehr Futter, ha? Frey, was ist passiert? Du siehst ja aus. Sind Sie allergisch? Was? Katzen. Haben Sie eine Allergie? Nein, ich liebe Katzen, aber bist du in Gefahr? Gut. Sie mag Nassfutter, das Fasrige, mit Stückchen. Sie hat's gern warm zum Schlafen. Manchmal will sie auch auf den Schoß. Und sie muss baden, aber viel Glück dabei. Frey, was ist passiert? Ihr Name ist Homer. Bitte kümmern Sie sich um sie. Bitte! Erbliche Katze namens Homer, ah. Sowas macht man nicht. Man gibt seine Tiere nicht weg. Das würde ich niemals machen. Egal was sie ist, wirklich. Das wäre das allerletzteste. Das Richtige. Ich brauche Zeit, um ein paar Dinge zu regeln. Danach hole ich sie ab. Vielleicht dauert's eine Weile. Frey, warte. Egal was ist, ich kann helfen, Frey. Frohe Weihnachten. Mau. Na also, Homer ist in Sicherheit. Aber was soll ich jetzt machen? Einen magischen Armreif oder so finden, ha? Huh? Dezember, Schlag Mitternacht. Happy Birthday, Frey. Oh, Happy Birthday, ja? Huh? Danke, Mom. Nein, so bin ich nicht. Nein, ich krieg das hin. Ich hol Homer ab und verschwinde aus. Ein Glühwürmchen, ha? Was? Egal, spring einfach, ha?
You are not alone? Frag mich, was das ist. Homer, schauen wir uns an, was gibt's zu erzählen über Homer, ha? Scheiße. Homer. Freys Katze und ihre einzige Familie. Homer war anfangs nur ein Streuner, der hin und wieder in Freys Apartment hineinspazierte. Aber als Frey anfing, ihren neuen Freund zu füttern, entwickelt sich ein starkes Band zwischen ihnen. Und zudem sind sie unzertrennlich. Ja, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, ha? Als Freys Wohnblock abbrannte, verlor sie jede Hoffnung und ihre letzte gute Tat war es, dafür zu sorgen, dass Homer ein sicheres Zuhause finden würde. Naja, immerhin. So. Ja. Und ich dachte, sie wollte springen, ha? Ganz schön hoch, ha? So, wo bist du hin, Glühwürmchen, ha? Schönes Teil. Ha. Sieh dir den Reif näher an. Nope, so komme ich leider nicht rein. Ich muss woanders suchen. Ja, du sollst dir nur anschauen, ha? Na gut. Sprung. Die Luft ist definitiv rein. Mann, oh Mann. Das lassen die einfach hier? Na dann. Scheiße, Macher. Oh Mann. Wow. Oh. Ich dachte, ansehen tut man mit den Augen, ha? Huh? Boah, mit dieses scheißgeile Licht, ha? Bindungen. Wow, eine Errungenschaft freigeschalten. Speichern. Ja, bitte. Okay. Na, du Scheiße, ha? Ja, willkommen irgendwie in einer anderen Welt, ha? Hättest du Simon nicht angegriffen? Ach, du Heilige. Na los, geh wieder durch, ha? Tja, eine neue Welt, ne? Freys Abenteuer. Na gut. Verlasse den Raum, ja, ich bin dabei. Keine Ahnung, aber du wolltest ja einen blauen Himmel haben, ha? Was ist passiert? Drachen töten? Keine Ahnung, ob es die Drachen gibt. Sieht's wie Hechtsuppe. Okay. Ein fettes Stargate gibt's schon mal. In Ethia. Wer ist da? Und nicht ganz deine Welt.
Ich schwör dir, Arschloch, zeig dich, oder ich werde... Mich zeigen? Ich bin nicht zu übersehen. Zeig dich, sagt sie. Ich kann mich schwerlich noch mehr zeigen. Wo bist du? Dein Arm, Ralf. Am Ende deines Ärmchens. Das Ding, das du vergeblich versucht hast zu entfernen. Genau das. Jo. Heißer, jawohl. Du bist ja doch schlauer, als du aussiehst. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch. Du, der gerade mit mir spricht, bist dieser... Der. Reif? Reif? Wie banal und fantasielos das klingt. Reif. Pff, Armberge vielleicht. Armberge. Armberge. Ja, Armberge ist perfekt. Nee, das wird mir jetzt echt zu bekloppt. Aber es ist wahr. Oh, stopp, du tust mir weh. Au. Echt jetzt? Nein. Aber was du da tust, ist völlig zwecklos. Was geht hier ab? Na, was hast du denn gemacht, bevor es hier abging? Hm? Ich schlafen. War... Ist auch egal. Gestrandet. Bin noch hier. Wer auch dahinter steckt, hör auf! Das ist echt nicht witzig. Ich verzieh mich. Du kannst nicht weglaufen. Ich hänge doch so an dir. Wie wär's, wenn wir uns erstmal beruhigen und uns einander vorstellen? Wir könnten zum Beispiel über unsere Hobbys plaudern. Na. Ich höre keine Stimme. YouTube. Das muss ein Albtraum sein. Okay. Schauen wir uns um, ha? Oh, da komme ich irgendwie? Ja, komme ich nicht, ha? Also springen oder irgendwas kann ich gerade nicht. Ich glaube, da geht es irgendwie auch nicht weiter. Ist da irgendwas dahinter? Nein. Ja, aber da war ja was, ha? Wie komme ich da hin, ha? Wie gemütlich sie im Joggen ist. Ja. Egal, ich will sie nicht haben, ha? Vielleicht von der Seite, ha? Oh. Ah, schöner Himmelchen, ha? So. Okay, da können wir runter. Na dann. Gib acht, dass du nicht stolperst. Du kannst auch sehen? Das kann doch nicht wahr sein. Hör mir zu, Frey. Woher weißt du, wie ich heiße? Uns eint ein Band. Ein Band? Wie jetzt? Was denn für ein Band? Wieso ich, verdammt? Das ist... Nein! Hau ab! Bind dich los! Na! Wie du siehst, sind wir beide unzertrennlich. Und nur du kannst mich hören. Stopp! Halt den Rand! Das ist doch völlig irre! Warum müssen die Leute immer so auszucken, ha? Beruhige dich. Du musst mir zuhören. Du nix dabei. Ich muss nur eins rausfinden, wie ich heimkomme. Ich wollte dort weg, ja. Es war falsch. Es war so aussichtslos. Nun, die Aussichten hier sind auch nicht gerade rosig, fürchte ich. Was soll das heißen? Okay. Jetzt glaube ich da runter, oder? Komm ich da runter? Ja. Oh. Gibt's da drüben irgendwas, ha? Huh? Nö. Okay. Still. Was? Entdeckung. Ja, es gibt wirklich Drachen, ha? Huh? Ist das ein verdammter Drache? Psst, er darf dich nicht sehen. Ach, echt? Jo, sei mal leise, ha? Ich glaube, er hat uns gesehen, oder?
Mann! Drache? Ist er weg? Ja, und wir sollten auch aufbrechen. Aber das Ding ist da draußen. Keine Chance. Die Bestie ist sicher schon über alle Berge. Und außerdem... Was? Früher oder später wirst du etwas essen müssen. Okay. Und wie genau kommen wir jetzt hier raus? Die beste Option wäre es wohl, an jener Mauer hochzuklettern. Das schaffen wir doch, oder? Noch? Gameplay. Unterhaltung mit Ralf. Ab und zu hast du die Gelegenheit, eine Pause einzulegen und mit Ralf die letzten Ereignisse durchzugehen. Wähle dann einfach ein Thema aus, um es anzusprechen. Ja, sicher nicht, hey, ha? Ja. Was genau bist du? Wie bist du in diesen Laden gelandet? Wie bist du ein Armreif geworden? Ihm dein Handy zeigen? Na komm, was bist du, ha? Wir sind also eine Bande. Uns eint ein Bahant. Von mir aus, wir kleben aneinander, aber wie passt du ins Bild? Ins Bild? Wer bist du? Ich bin, was du siehst. Spitze! Und mehr verrätst du mir erst nach der Werbepause, oder was? Ich verstehe nicht. Ist schon gut. Okay, wie bist du in diesem Lab gelandet? Wie bist du überhaupt in diesem Ramschladen gelandet? Gute Frage. Das wüsste ich auch gern. Ich weiß Schicksal. Nur, bevor ich in deine Welt kam, war ich hier in Ethia. Im Ernst? Das heißt, das ist deine Schuld, dass ich hier gelandet bin. Verleumdung. Ich hatte nichts damit zu tun. Ja. Ich bin genauso begierig darauf zu erfahren, was uns hierher gebracht hat, wie du. Okay, Ethia, ha? Huh? Ein mysteriöser Kontinent in einer anderen Welt, der gleichzeitig atemberaubend schön und zutiefst beunruhigend ist. Ein dichter, unheilvoller Nebel umgibt mittelalterlich anmutende Bauwerke und trägt zur fremdartigen Atmosphäre bei. Und als wäre das noch nicht Beweis genug dafür, dass Frey weit weg von zu Hause gelandet ist, gibt es hier auch noch gefährliche Monster, gegen die sie kämpfen muss. Wer sagt das, ha? Huh? So, wie bist du denn armreich geworden? Weiß er wahrscheinlich auch nicht, oder? Sag mal, warst du schon immer so? So? So ein quatschender Schmuck. Nein, ich glaube nicht. Was weißt du denn noch? Ich bin hergereist. Ethia ist nicht meine Heimat. Ich bin hier fremd, wie du. Als ich hier eintraf, herrschte Streit zwischen den Tantas. Den Tanten? Tantas. Die vier äußerst mächtigen Herrscherinnen Ethias. Jede von ihnen besaß eine Gabe. Das heißt, Magie oder sowas? Wenn du damit die Fähigkeit meinst, mich in ein unbelebtes Objekt zu verwandeln, dann ja. Die Tantas. Die mächtigen Zauberinnen, die einst über Ethias vier Reiche herrschten. Jede verkörperte eine andere Tugend, von der ihr Herrschaftsstil geprägt wurde. Das Volk Ethias verehrte die Tantas und lebte unter ihrer Obhut im Wohlstand, aber Ralf zufolge war nicht alles so harmonisch, wie es oberflächlich den Anschein hatte. Ja, ist meistens so, ha? So, zeigen wir ihm unser iPhone 27. Was um Himmels Willen hast du da in der Hand? Mein Smartphone. Wo? Für Nachrichten, Anrufe, Spiele, Videos und für Selfies. Und ich habe nebenbei nicht vor, dir irgendwas davon zu erklären, also frag gar nicht erst. Ich weiß, was ein Selfie ist. Mach was. Jetzt? Nein. Was kann das Ding denn sonst noch? Es hat auch GPS, was mir normalerweise verraten würde, wo ich gerade bin. Und wo bist du? Irgendwo zwischen Fegefeuer und Hölle. Das hat es dir gesagt? Nein. Oh ja. Frey's Handy, ja? Frey's Handy hilft dir, über wichtige Dinge auf dem Laufenden zu bleiben. Zumindest ist es dafür gedacht, tatsächlich ist es hauptsächlich mit niedlichen Fotos von Homer gefüllt. Ja, wie meinst du, ha?
Leider scheint Ethie aber kein Mobilfunknetz zu haben, also kann sie nur die Kamera verwenden. Ja, wer hätte es gedacht, ha? So, Ralf, genug gereift. So, was ist da? Ha? Leuchtet da was? Oh. Wow, scheiße, was war das? Eins meiner Talente sozusagen. Da vorne scheint eine Siedlung zu sein. Vielleicht können wir dort rasten. So, Ralfs Kompass. Ralf besitzt viele Kräfte. Unter anderem kann er dir den Weg zu deinem nächsten Zielort weisen. Wenn du seine Hilfe brauchst, dann halte einfach X gedrückt und er zeigt dir die Richtung, in die es weitergeht. Okay. Diese Funktion ist manchmal nicht verfügbar. In solchen Situationen wird ein entsprechendes Symbol angezeigt. Und woher weißt du das? Was bist du? Meine Fähigkeiten sind schier grenzenlos. Schließlich bin ich eine Armberge. Aha. Das bin an einen Ort zum Ausruhen. Janoon. Janoon? Aber du meintest... Ethia, großes Reich. Janoon, kleines Land. Janoon gehört zu Ethia. Macht Sinn. Verstehe. Wie New York City und der Staat New York. Genau. Bestimmt. Ich habe keine Ahnung, was New York ist. Nö, nicht New York. New York. Nu was? Lass stecken, Mann. Okay. Ich glaube, es gibt hier irgendwas für uns, ha? Huh? Wahrscheinlich nicht der Wahl, oder? Wirkt irgendwie ein bisschen ruckelig, ich weiß nicht. Irgendwie macht es so ein bisschen... Also, als ob es irgendwie nicht ganz so flüssig irgendwie ist, keine Ahnung. Funktioniert mein Scheiß? Also voll kacke hier. Ja. Keine Ahnung, was gerade sieht. Hier komisches Nvidia-Overlay, aber. Was hast du mit den. Keine Ahnung. Es geht gerade nicht irgendwie. Ich wollte wissen, wie viel FPS ich habe. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Ich bin also an einem Ort, der nicht gerade meine Welt ist. Hier gibt es verdammte Drachen und... Oh ja, ich rede mit einem verfickten Reif! Armberge. Korrekt. Oh, ein Hündchen, ha? Huh? Netter Hund? Hey! Na, du Kleines? Ja. Na komm! Nicht so schüchtern. Im Ernst, tu das nicht. Ziehen wir einfach weiter. Warum hast du denn so Schiss vor dem kleinen Viech? Klein? Wow! Weil der erste Eindruck oft trügt. Das sagst du mir jetzt? Shit! Oha. Na, steh nicht dumm rum. Okay, besiege das Monster, ja, was ich machen. So. Kampftutorial, Angriffsmagie. Frey kann dank dem besonderen Band, das sie mit Ralf verbindet, mächtige Angriffszauber einsetzen. Drücke die rechte Maustaste für einen schnellen magischen Angriff und halte die Taste gedrückt, um mehr Kraft zu sammeln. Verschiedene Angriffszauber sind verfügbar. Halte E gedrückt, um ein Menü zu öffnen, in dem du zwischen ihnen wechseln kannst. Okay, also E. So, ja, das ist halt unser Dings, ne? Sprengschuss. Katapultiert Klumpen aus explosiven Gestein, die großflächigen Schaden verursachen. Schildschuss. Generiert beim Aufladen einen Abwehrschild, der beim Loslassen zerbierst. Splitter fliegen nach vorne. Salvenschuss. Verschießt beim Aufladen einen steten Strom aus Steinen und schleudert beim Loslassen einen Langstreckengeschoss mit hoher Wucht. Okay, die drei haben wir gerade. Jetzt nur keine Panik. Bam. War ich das? Ja. Ich war nicht ganz unbeteiligt. Das war doch nicht ich. Nein, wir. Das war beschissene Magie, Mann. Vielleicht hat unser Band gewisse Fähigkeiten geweckt, die... Ich bin eine scheiß Magierin, Hummel. Ja, jetzt übertreibe ich, ha? Nur ich. Ich bin eine scheiß Magierin, ich fass es nicht, Mann. Ja, okay, das ist mein neues Leben. Ich kann Magie mit einem Aufreif reden, krasse Viecher umlegen, weißt du was?
Bald kann ich fliegen. Oh, bitte, jetzt übertreibst du aber. Ach, tue ich das? Ich kenne ja die Regeln nicht. Wenn du diese neuen Fähigkeiten meistern könntest, mit meiner Hilfe, versteht sich, dann... Hast du meinen glorreichen Sieg etwa nicht gesehen, Bruder? Oh, fuck. Oh, ich bin hier, ihr möchtegern Monster. Okay. Probieren wir den, ja. Au. Reifs Abwehrkräfte. Reif kann dich vor Angriffen schützen, damit du weniger Schaden nimmst. Er verteidigt dich ohne dein Zutun, aber du solltest deine Trefferpunkte im Auge behalten, denn auch Reifs Möglichkeiten sind begrenzt. Okay, na, also das wahrscheinlich links unten sind unsere Trefferpunkte. Oha, ich habe so eine Art Maschinengewehr, ist das Teil, ha? Okay. Was ist mit dem Teil, ha? Cool, ha? Materialien sammeln. Ethia ist voller nützlicher Ressourcen wie Erz und Heilpflanzen. Du musst nur wissen, wo du danach suchen musst. Sie werden dir bei deinen Abenteuern äußerst nützlich sein, also greif zu, wenn du fündig wirst. Und schau, es gibt EP. Erfahrung. Indem du Gegner besiegst, verdienst du Erfahrungspunkte. Wenn du genug davon gesammelt hast, steigst du eine Stufe auf. Unterwegs kannst du auch auf andere Weise Erfahrung gewinnen, zum Beispiel, indem du Missionen abschließt. Absolut geil, das gefällt mir jetzt schon. Wenn es noch eine Minimap gibt, perfekt. So. Was wär's denn die Teile? Lim? Was ist mit den Viechern hier los? Sie wirkten tatsächlich irgendwie verändert. Das wirft die Frage auf, was wohl für diese Mutation verantwortlich ist. Ja, das ist doch wohl nicht normal. Ja, hast du schon mal umgeschaut? Hey, hier ist doch gar nichts normal, ha? Das fette Stargate. Lila Bäume. Oh. Heiltränke und Trefferpunkte. Okay. Bray kann Heiltränke benutzen, um ihre Trefferpunkte aufzufüllen. Wenn ihre Trefferpunkte auf 0 sinken, ist das Spiel vorbei. Also vergiss nicht, rechtzeitig einen Trank zu nehmen. Drücke dazu C. Einen von 6. Ja, drück nochmal. Echt knapp. Okay, ja, also das links unten ist unsere HP halt, ne? Deswegen bin ich halt wieder da, wo ich gerade bin, in der Mitte. Und nicht irgendwie links unten, wie ich das sonst eigentlich gerne hätte, aber ja, egal. So, Pflanzen. Nehme ich mal mit. Strahlstein. Oh, scheiße, Gefahr. Wegen den Teilen da. Ja. Ist ja geil, ha? Himmelskern. Ja, und ich muss nicht mehr irgendwas drücken, um die Dinger zum Aufsammeln. Macht sie einfach automatisch. Wie geil ist das, ha? Salben irgendwas? Ja, kommt zack her, ha? Ich werde noch nichts irgendwie craften können. Eine Heilpflanze. Bla bla bla. Nützlichen Fertigungsmaterial. Bla bla bla. Okay. Also, erster Eindruck ist echt nicht übel. Dabei, es gab schon wieder so viele Leute, irgendwie, die so viel Negatives über das Spiel irgendwie geschrieben haben. Hey, wirklich, fickt euch einfach alle. Undankbaren Arschlöcher. So, egal. Ja, ich. Ich schaue mich mal irgendwie noch ein bisschen um, ha? Was haben wir da? Juno, ne? Rapes? Was für Dinger? Bla bla bla. Herstellung von Arzneien kultiviert. Okay. Ja, aber wir können ja halt noch nichts, ne? Hier ist es kühl und warm gleichzeitig. Was? Was heißt das nun genau? Ach, vergiss es. So, schauen wir irgendwie noch, ob es da drinnen was gibt. Ha, da drinnen gibt es sicher irgendwas. Oh, es gibt Kisten. Wilder Moschus, ha. Ist auch wieder irgendein Ressourcenteil. Wichtige Zutat in der Küche. Duft, Geschmack, bla bla.
Verbessern von Ausrüstung verwendet. Okay. Okay, den zweiten Stock gibt es scheinbar nicht. Oder den ersten Stock. Das Teil da. Okay. Ja, also ich bin gar nicht so abgeneigt dabei. Achso, die können wir auch kaputt machen, oder? Jo, können wir. No. Fetter Fuchs, oder was bist du, ha? Komm ich. Okay. Mach mein Maschinengewehr wieder rein, ha? Komm her da, scheiß Fuchs. Oh, scheiße. Macht halt natürlich weniger Schaden, wie man sieht, aber. Alles klar. Nein, nein, nein. Ey, was ist das? Das ist 10, ha? Huh? I don't know. Money? Vielleicht, ha? Huh? Gibt's hier noch irgendwo? Oh. Zeug? Ist das irgendwas, ha? Huh? Scheinbar nicht. Ja. Irgendwie hätte ich noch ganz gerne so ein Level-Up. Keine Ahnung, wie man das... Was sagt ein Charakter? So ein Charakter sagt auch nichts, gell? Das ist nur wieder... Ja. Gegner sind Gegner halt, ne? Limnotion. Okay. Und Bruchbestien haben wir irgendwie noch nicht, ha? Okay. Was ist mit dem Ding da? Ressourcen. Okay, Heiltrank, ja, wissen wir. Kostbaren Werkstoff. Aber gut, wir können halt noch nichts damit machen. Ne? Vielleicht in der Stadt oder so. Vielleicht sollten wir eh mal hingehen, ha? Und dann irgendwie Schluss machen, damit ich irgendwie das Kack-Video zu lang wird, dass sich eh keiner anschaut. Aber hey, egal. Vielleicht mal ein paar Jahren oder so. Hoffentlich. Oh, was zum Teufel? Das fühlt sich so komisch an. Es scheint eine Art perfides Miasma in der Luft zu liegen. An was? Okay, Kommando zurück. Aber es scheint überhaupt keine Wirkung auf dich zu haben, oder? Außerdem sehe ich wenig Nutzen darin, kehrt zu machen. Also dieses Miasma, was ist das genau? Eine ziemlich mysteriöse Sache. Ich vermute, dass es die Ursache für das sonderbare Aussehen der hiesigen Fauna ist. Und wieso tut es mir dann nichts? Gute Frage. Könnte es vielleicht daran liegen, dass du dir so einen hervorragenden Reisegefährten ausgesucht hast? Glaube ich nicht. Nö. Eher nicht. Ganz bestimmt nicht. Was fliegt da herum, ha? Nichts als Ruin. Hier war wohl schon eine Weile niemand mehr. Frag mich, wie lange hier schon alles verfallen ist. Vielleicht sehen wir uns besser woanders um. Nee. Treibstrotter. Oh mein Gott, wie geil, ha? Treibkräften kannst du Gegner und Gegenstände in deiner Nähe orten. Das ist praktisch, um frühzeitig herauszufinden, was sich hinter der nächsten Ecke erwartet. Radar aktivieren. Oha, wie in Assassin's Creed damals, ha? Huh? Nur irgendwie cooler, ha? Huh? Weil einfach das ganze Spiel cooler ist. Oh, scheiße. Das sind Gegner, ha? Huh? Unterstützungsmagie. Unterstützungsmagie hat eine Vielzahl an Effekten, die im Kampf das Blatt zu deinen Gunsten wenden können.
Manche lästigen flinken Gegner musst du bremsen oder sogar ganz stoppen, bevor du sie angreifen kannst. Unterstützungsmagie macht es möglich. Setze deinen aktuellen ausgewählten Unterstützungszauber mit Plus. Ehrlich? Ein oder drücke Q, um ein Menü zu öffnen, in dem du einen anderen Zauber auswählen kannst. Beachte, dass du nach dem Einsatz eines Unterstützungszaubers eine Weile warten musst, bis du ihn erneut benutzen kannst. Du kannst aber den Vorgang durch einen erfolgreichen Treffer mit Angriffsmagie beschleunigen. Okay. Fessler. Ja, ehrlich, plus? Lass mich mal, geh mal weg. Wie mache ich das? Ach so, linke Maustaste einfach nur. Kannst du laut sagen, jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. Wirklich? Hat das ausgeschaut wie eine linke Maustaste? Okay. Das sieht man rechts, ne, in dem Dreieck, beim linken Teil, das ist das Teil. Hat er jetzt natürlich Cooldown. Und ich bin gleich tot, ha? Alles klar. Ich sollte mal irgendwie besser zielen. Okay. Wir leben noch. So viel zu frische Luft und blauer Himmel. Ich wollte an einen besseren Ort fliehen. Und wo bin ich gelandet? Hier ist es noch 10-mal schlimmer. Was? Du Ärmste. Blauer Himmel und frische Luft gibt's hier doch sicher auch. So. Was sagt unser Radar, ha? Was ist das für ein Teil? Oh, Kisten sind das scheinbar. Okay. Okay, 3 von 6 Heiltränke. Praktisch. So, ist Kiste Nummer 2. Komme ich da irgendwie wieder zurück, ha? Oh, scheiße. Na, was ist das für ein Teil, ha? Klar, dass die Bestien mit der Zeit größer werden. Ich Glückspilz. So, Gegner ins Visier nehmen. Nutze Alt, während der Gegner in deinem Blickfeld ist. Ein Zielerfassungssymbol wird angezeigt und die Kamera bleibt auf den erfassten Gegner ausgerichtet. Wenn mehrere Gegner sichtbar sind, kannst du mit den Pfeiltasten das Ziel wechseln. Also Alt. So, fessel das Teil. Oh, scheiße, das ist gleich ein Boss, ha? Huh? Also, jetzt glaube ich immer noch cool dann, ha? Huh? Unser Fesseln. Aber jetzt ist ready. Okay, nehmen wir hier den. Achso, was ist. Ah, okay. Fesselt Gegner mit Schlingpflanzen. Dann haben wir noch die Blüte. Lässt in einem Bereich deiner Wahl Blumen sprießen, die Steine vom Boden aufheben und auf Gegner werfen. Wahnsinn. Okay, mehr gibt es halt nicht. Aber wie komme ich jetzt wieder zum. Aha, okay. Also mit Q und mit E kann ich da hin und her switchen. Also komme ich in das Menü. Wie geil. Okay. Ja, irgendwie wäre noch cool, wenn ich ausweichen könnte, ha? Also so rollen oder so. Oh. Schubmagie. Wenn du Angriffs- und Unterstützungszauber einsetzt, wird deine Schubmagie nach und nach aufgeladen. Okay, das wird dann halt, wie man sieht, in dem Dreieck das obere Teil sein. Sodass du schließlich einen besonders mächtigen Zauber wirken kannst. Drücke Ü++, also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass man beide Maustasten drücken muss, ja? Wenn deine Schubmagie aufgeladen ist, um ihn zu entfesseln, also beide Maustasten gleichzeitig. Wenn du den richtigen Zeitpunkt wählst, kannst du damit alle Angreifer auf einen Schlag vernichten. Okay. Also, ja. Na, das sieht man es Gott sei Dank. Ja, das war da wohl nicht der richtige Zeitpunkt, oder? Er lebt ja immer noch. So. Die Blüte haben wir noch nicht gesehen. Scheiße. Na süß, ha? Eine Pflanze, die. Okay, lass wieder unsere Minigun nehmen. Scheiße, macht sich wenig Schaden, ha? Soll ich mich heilen? Oh, da ist er down. Todesstöße. Wenn es dir gelingt, einen Gegner aus der Fassung zu bringen, wird er manchmal anfällig für einen Angriff.
bei dem Reifs Fähigkeit verheerenden Schaden anzurichten, voll zum Tragen kommt. Sobald du nahe genug bist, kannst du einfach F drücken, um den Angriff auszulösen. Er bewirkt nicht nur enormen Schaden, sondern kann außerdem Freys Trefferpunkte auffüllen. Okay. Na, dann machen wir das, ha? Huh? Okay, war irgendwie unspektakulär, aber egal. 22 Erfahrung. Aha, wenn der Kreis wahrscheinlich voll ist, oder? Kriegen wir dann Level Up? Oh. Mana und Magie, aha. Du bist eine Stufe aufgestiegen und hast Mana verdient. Damit kann Frey neue Zauber erlernen. Öffne dazu das Menü und wähle Magie aus. Na dann. Ach du Scheiße. Uah. Hier kannst du Mana verbrauchen, um neue Zauber zu erlernen. Du erhältst Mana, wenn du eine Stufe aufsteigst und findest manchmal auch unterwegs welches. Okay. Ach du Scheiße. Füge deinen Fertigkeiten einen neuen Zauber hinzu, halte Eingabe gedrückt, um ihn zu erlernen. Okay. Was anderes kann ich, glaube ich, gerade eh nicht, ne? Also hier Lauf ermöglicht es dir, dich rasch schnell zu bewegen und Parkour-Moves einzusetzen. Halte DSAW plus Steuerung gedrückt. Ja, okay. Doing. Danke, Professor. Du sollst mich Armberge nennen. Professor Dumbledore, ha? Huh? Reif. Scheiße, ich bin schon ganz in Harry Potter, weil das kommt auch demnächst irgendwie raus, aber egal. So. Oh, ich wollte gerade laufen, ha? Huh? Shit. Ach du Scheiße. Das wäre es ratsam, wegzulaufen. Ach was? Was? Bleib da! Nix da, nix da. Nein, 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 nein. Magischer Parcours. Du hast die Fähigkeit Lauf freigeschaltet, die es dir ermöglicht, den magischen Parcours zu nutzen. Mit ihrer Hilfe kannst du deinen Feinden davon sprinten und dabei automatisch niedrige Hindernisse überwinden. Ja, und wenn ich das nicht möchte? Vorsicht! Ja, wir laufen ganz schnell, ne? Okay. Aus dem Weg. Oh. Blocken im letzten Moment. Wenn Frey einen so schweren Treffer einsteckt, dass ihre TP auf 0 sinken, kann Reif sie vorübergehend nicht beschützen und sie schwebt in höchster Gefahr. Nach einer Weile kehrt seine Fähigkeit, Angriffe abzuwehren, aber wieder zurück. Und ein erfolgreicher Todesstoß kann sie sogar unmittelbar wiederherstellen. Ja. Okay, dann halt nicht. Das ist der Hammer. Sieh dir diese Sprünge an. Sehr beeindruckend. Oh, Menno. Statusleiden. Manche Angriffe des Gegners verursachen Statusleiden wie Vergiften oder Ausdauerschwund. Diese können dir das Kämpfen extrem erschweren, also solltest du entsprechenden Attacken möglichst ausweichen. Wenn alle Stricke reißen, können sich gewisse Zauber- und Ausrüstungseffekte als hilfreich erweisen. Pass nur auf, dass du vor lauter großen Sprüngen nicht hops gehst. Ach, ich laufe, wie der Wind, und das ohne müde zu werden. Bitte, lass es dir nicht zu Kopf steigen. Und dabei wollte ich dir eine Kiste noch holen. Wo zum Teufel sind wir? In einer wichtigen Stadt, nehme ich an. Hallo? Jemand zu Hause? Meldet euch, falls mich jemand hört. Totenstill. Dann lass uns weitersuchen. Und du solltest vielleicht Ausschau nach einem Ort zum Rasten halten. Ja, ja. Sehen wir uns dort um. Okay. Zielort einstellen. Unterwegs auf freiem Feld ist es leicht, sich zu verlaufen. Markiere daher Zielorte auf der Karte, damit Reif dir helfen kann, den Weg zu finden. Diese Markierungen werden außerdem am oberen Bildschirmrand angezeigt. Öffne das Menü und wähle Karte aus, um dir einen Überblick über Gebäude und andere potenzielle Zielorte zu verschaffen. Gewähr deinen Überblick. Ja, ja. In der Nähe gibt es einen Ort, wo du eine wohlverdiente Rast einlegen kannst. Setze mit Space eine Zielmarkierung, um dir die Navigation zu erleichtern. Okay. Jesus, ha? Huh?
Erkunden im magischen Parcours. Der magische Parcours erlaubt es dir, deine Umgebung mit akrobatischer Leichtigkeit zu erkunden. Hohe Gebäude in Sekunden zu erklimmen und Hindernisse mühelos zu überwinden. Ja. Finde heraus. Okay. Ist denn echt gar keiner mehr hier? Danach sieht es zumindest aus. Vielleicht hat die seltsame Luft die Leute dazu bewogen, freundlichere Gefilde aufzusuchen. Hoffentlich. Dann wären sie wenigstens noch am Leben. So, unser komischer Radar funktioniert gerade nicht. Oder? Oh ja, funktioniert doch. Das war cool, meine Tastatur zuckt so aus, wenn ich das mache. Red dir das ruhig ein. Hauptsache, ich lässt dich nicht umbringen. So. Ja, da raus komme ich aber nicht mehr, oder? Ich sage, ich hätte schon ganz gerne diese eine Kiste da, oder? Komme ich da nochmal raus? Okay, komme ich scheinbar. Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Ach, fick dich doch, lass mich. Einfach wieder genauso zurück. Na gut, dann müssen wir es vielleicht irgendwann anders machen. Vielleicht auch gar nicht. So. Ja, hier gibt es ja einiges, ha? Huh? Kritische Treffer. Wenn du einen nichtsahnenden Gegner überrumpelst oder einen Treffer von der Seite oder von hinten landest, gelingt ihm manchmal ein besonders starker kritischer Angriff. Dies ist von hinten wahrscheinlicher als von der Seite. Sei clever und kundschaftet die Lage vor Kämpfen mit Reifs Radar aus, damit du dich möglichst günstig positionieren kannst. Okay. Wer ist denn hier? Aha. Ja, das hat dann ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Aber wir brauchen sie ja nicht, ha? Wir haben unsere Pflanzenmaschinenkanone-Teildingens. Ja, alle down, oder? Ah, ne, doch nicht. Was? Achso. Die sind irgendwie um die Ecke und schon geaggrot, ha? Huh? Alles klar. Okay. Ja. Es scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Dort vorne ist unser Ziel. Mhm. Ja. Jo, geh mal runter. Okay, da kommen wir nicht drauf. Keine Ahnung, was da geht. Komm ich darauf? Auch nicht, ja? Ist aber schlecht. Aha. So, was haben wir in der Kiste da? Nicht mal schlecht. Ja. Diurinit oder wie auch immer. Okay, was ist mit dem Teil da? Das wird ja irgendwas mal sein, oder? Sieht aber echt cool, dieses Laufen, ne? Bring mich noch um. Du hast gar keinen Rücken. Ja, ich wollte nur plaudern. Okay. What's that, huh? Wie komme ich da hin? Etwas gefunden. Okay. Aha, Sprung. Hohenstein. Das
voll lustig. Wirklich, jedes Mal, wenn ich das mache, und dann leuchtet meine Tastatur irgendwie anders. Okay. Das behalte ich. Eine alte Münze, aha. Frag mich, ob das Wasser trinkbar ist. Nee, probier's nicht aus. Auch wenn du es dir vielleicht wünschen wirst. Nein, danke. Okay, dann bist du verrückt. Weil da gibt es ja urviel, ha? Das Wetter hier ist ja ganz schön wechselhaft. Deshalb ist die Landschaft auch so abwechslungsreich. Ja, ich schätze, alles hat seine guten Seiten. Du solltest Schlägen in nächster Zeit ausweichen, wenn es geht. Ach, tatsächlich? Ja, ich kann doch noch gar nicht ausweichen, oder? Alles klar. 10 Mana. Okay, also Erfahrung und Mana. Ne? Erfahrung des Lilane und das Mana des gelben Dingens. So, na und? Was brauchen wir denn, ha? Ach du Scheiße, ha? Okay, ich gehe wieder, ha? Ich glaube, wir brauchen irgendwie erst einen Level-Up, oder? Ohrenstein. Also ein bisschen zart, dass man nicht. Dass man da nicht halt einfach so rauf können halt, ne? Wenn man von irgendeinem anderen Ding erst. Oha. Wir sind ein halber Spider-Man, ha? Okay, Heiltrank, eh gut. Übertrieben. Na, du bist sehr schnell, ha? Und sehr akrobatisch, aber hier. Schauen wir mal nach. Besser ist das, nur für alle Fälle. Da war irgendwo auch noch was, ha? Wie kommen wir da hin? Ist ich drauf? Na. Ja, leicht überfordert gerade, aber egal. Wir werden es schon hinkriegen irgendwie. Keine Monster. Warst du auf körperliche Ertüchtigung aus? Du kennst mich aber schlecht. Okay, wollte ich eigentlich gerade nicht so, aber. Tja, ist echt nett hier. Bestimmt war es das früher einmal. Fröhliche Gesichter überall. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Verdammt, hier hat echt alles einen Bruch. Man könnte es wohl durchaus poetischer beschreiben, aber ja, in der Tat. Der Bruch, die Welt, in der Frey gestrandet ist, wirkt auf den ersten Blick menschenleer. Gebäude liegen in Trümmern und bösartige Monster streifen durch das verwüstete Land. Frey taucht das seltsame Phänomen, das die Ursache dieser Probleme zu sein scheint, der Bruch. Gibt's hier keinen Ort, den dieser Bruch nicht zerstört hat? Wer weiß. Irgendwo vielleicht. Niemand hier. Kein Schwein zu sehen. Wo zum Teufel sind alle hin? Das ist eine gute Frage. Dann müssen wir eben weitersuchen. Ja, ja, mach mal eh. Immer noch besser als nichts. Lass mich das beurteilen. Echt cool irgendwie, ha?
Okay, eigentlich wollte ich dann nicht gerade so runter, aber war, glaube ich, eh nicht falsch. Was ist mit den Dingen da? Irgendwas sagt mir, dass man da, keine Ahnung... Da. Und ab damit. Dass man da irgendwie mal selber so als... Na, dass man da raufkommen irgendwie. Weil ich glaube, sonst... wenn wir da ja gerade irgendwie nicht raufkommen, falls wir da überhaupt drauf können. So. Schaut irgendwie so nach einer Arena aus, ha? Huh? Magie löst auch nicht alle Probleme, was? Sonst wäre Ethia kaum in diesem Zustand. Stimmt schon. Na gut. Ich glaube, da können wir dann eh nicht weiter. Könnte schon ein bisschen höher springen, ha? Okay, so. Jetzt sind wieder die Gegner respawned. Mache ich, und zwar mit dir. Ja, na komm, ha. Warte einfach, bis du bereit bist. Oh, ich würde eigentlich einen fetten Griff machen. Ich warte schon zu lange. Diese Magie erfordert mehr Abstand. Yep. Achtung! Der nächste Treffer tut weh! Hoffentlich nicht das. Mal treffen auch, ha? Huh? Laden das scheiß Teil. Yay! Wir haben überlebt. Ja, lass trotzdem heil. Okay, ich glaube. Zu dem werden wir ja nicht kommen gerade. Und das da hinten auch nicht. Ich glaube, ich schaue jetzt einfach mal rein. Vielleicht können wir da ja mal irgendwie schlafen, speichern oder so. Ja, ruhe dich aus. Gut, ich bin fix und alle. Jetzt haben wir da alles, ha? Hm? Was? Das kennen wir ja schon. Was ist das für ein Zeug? Heiltränke, jawohl. 24.06.3878, ein verlorenes Land. Ethia war früher ein reiches Land, das vor Kraft und Lebensfreude sprühte. Doch dann kam die Verderbnis und vom ersten Tag an war klar, dass für die einst sorglosen Einwohner nichts beim Alten bleiben würde. Ja, hört sich nach Corona an, ha? Wer davon berührt wurde, war für immer verloren. Wer das Glück hatte zu entkommen, musste Hab und Gut aufgeben und nach Zipal flüchten. Den einzigen Ort, der noch sicher war. So glaubte man zumindest. Aha. Zeit zum Ausruhen. Gegner können dieses Gebäude nicht betreten, also kannst du hier unbehelligt eine Pause machen. Benutze das Bett, um dich auszuruhen und deine Trefferpunkte wiederherzustellen. Oh, geil. Ich hau mich mal hin. Geil. Ja. Also wenigstens ein richtiges Bett, ha? Das ist mehr als was du hattest in deiner Drecksbude. Sie hatte nur eine Matratze. Klingt nach Ärger. Ja,
Und nach allem, was wir bisher gesehen haben, solltest du äußerst vorsichtig sein, falls du planst, Nachforschungen anzustellen. Aha. Wie schaut's denn mal aus mit Speichern? Ja? Wie speichere ich gerade? Das ist eine gute Frage, ne? Aber ich schau's an. Also, das Ding ist, ich mache jetzt Schluss. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut dabei. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.